Willkommen im Richtige Wahl. Heute werden wir uns die besten Handys ansehen. Das Motorola Moto G14 bietet ein solides Preis-Leistungs-Verhältnis im Einstiegssegment. Ausgestattet mit einem 6,5 Zoll FHD Plus Display und einem Unisoc T616 Prozessor ist es für alltägliche Aufgaben gut gerüstet. Der 128 GB große interne Speicher lässt sich bei Bedarf durch eine MicroSD-Karte erweitern, was besonders nützlich ist. Die 50 MP Hauptkamera sorgt bei guten Lichtverhältnissen für ansehnliche Fotos, während die 8 MP Frontkamera für Selfies ausreicht. Der große 5000 mAh Akku sorgt dafür, dass das Gerät locker über den Tag kommt, selbst bei intensiver Nutzung. Allerdings gibt es auch einige Schwächen. Mit nur 4 GB RAM ist das Gerät bei intensiver Nutzung oder vielen gleichzeitig geöffneten Apps schnell überfordert, was zu Verzögerungen führen kann. Auch die Leistung bei anspruchsvollen Spielen ist eher mittelmäßig und 5G-Unterstützung fehlt. Die Kamera liefert zwar ordentliche Ergebnisse bei Tageslicht, schwächelt jedoch bei schwächerem Licht und Details. Auch auf schnelles kabelloses Laden muss man verzichten. Insgesamt ist das Moto G14 ein empfehlenswertes Smartphone für Nutzer, die keine hohen Ansprüche an Leistung oder Fotografie haben, aber ein zuverlässiges und langlebiges Gerät suchen. Der Preis des Geräts kann über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon eingesehen werden. Das Motorola Moto G84 5G bietet ein beeindruckendes OLED-Display mit 6,5 Zoll FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was für ein flüssiges Nutzererlebnis sorgt. Dank des Snapdragon 695 Prozessors in Kombination mit 12 GB RAM ist die Leistung für alltägliche Aufgaben und Multitasking mehr als ausreichend. Der große interne Speicher von 256 GB kann durch eine MicroSD-Karte erweitert werden. Die 50 MP Hauptkamera verfügt über optische Bildstabilisierung, OIS, was für stabilere und schärfere Bilder sorgt, während die 16 MP Frontkamera gute Selfies ermöglicht. Der 5000 mAh Akku garantiert eine lange Laufzeit und unterstützt 30 Watt Schnellladen. Einige Nachteile gibt es jedoch. Die Kameraqualität ist bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf Top-Niveau und die Ultra-Weitwinkelkamera mit 8 MP liefert eher mäßige Ergebnisse. Zudem fehlen Features wie kabelloses Laden und eSIM-Unterstützung. Obwohl der Akku lange hält, könnte das Fehlen von schnellerer Ladeunterstützung im Vergleich zu anderen Geräten auffallen. Das Gerät ist mit IP54 lediglich spritzwassergeschützt, also nicht vollständig wasserdicht. Zusammenfassend ist das Moto G84 5G ein starkes Mittelklasse-Smartphone mit hervorragendem Display und guter Leistung für den Alltag. Es ist eine gute Wahl für Nutzer, die ein schnelles, zuverlässiges Gerät suchen, ohne ein Vermögen auszugeben. Weitere Details sowie den aktuellen Preis können Sie über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Das Xiaomi Poco X6 Pro bietet ein hochauflösendes 6,67 Zoll AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, was besonders bei Gaming und Videos für flüssige Darstellung sorgt. Der MediaTek Dimensity 8300 Ultra-Prozessor liefert starke Performance, unterstützt von 8 GB LPDDR5X RAM und 256 GB schnellem UFS 4.0 Speicher. Dies macht das Smartphone ideal für Nutzer, die Multitasking und anspruchsvolle Spiele schätzen. Die 64 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung, OIS, sorgt für gute Bilder, während die 8 MP Ultra-Weitwinkelkamera und die 16 MP Frontkamera solide, aber nicht außergewöhnliche Ergebnisse liefern. Der 5000 mAh Akku bietet eine lange Laufzeit und kann mit dem 67 Watt Ladegerät in weniger als einer Stunde voll aufgeladen werden. Einige Schwächen sind jedoch vorhanden. So fehlen eSIM-Unterstützung und ein 3,5 mm Kopfhöreranschluss, was für manche Nutzer ein Nachteil sein könnte. Außerdem erhitzt sich das Gerät bei längeren Gaming-Sessions spürbar, was den Komfort beeinträchtigen kann. Das Always-On-Display bleibt nur kurz aktiv, was die Benutzerfreundlichkeit etwas einschränkt. Insgesamt ist das Poco X6 Pro ein leistungsstarkes Smartphone der Mittelklasse, das sich besonders für Gaming-Fans eignet. Es bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und den Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Samsung Galaxy A55 5G bietet ein 6,6 Zoll großes AMOLED-Display mit 120 Hz, das für scharf und flüssige Darstellung sorgt. Der Exynos 1480 Prozessor sorgt in Kombination mit 8 GB RAM für eine ordentliche Performance im Alltag und bei Spielen. Die 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung liefert solide Bilder, auch bei schlechten Lichtverhältnissen, während die 32 MP Frontkamera für detaillierte Selfies sorgt. Der 5000 mAh Akku hält den ganzen Tag und unterstützt 25 Watt Schnellladen. Einige Nachteile sind das Fehlen eines Teleobjektivs und die Tatsache,
dass das Gerät bei intensiven Gaming-Sessions etwas warm werden kann. Trotzdem ist die allgemeine Leistung für den täglichen Gebrauch gut und der Akku hält auch bei starker Nutzung durch. Insgesamt ist das Galaxy A55 5G eine solide Wahl für Nutzer, die ein ausgewogenes Gerät mit guten Kameras und starker Leistung suchen. Den Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Das iPhone 15 bringt einige Upgrades mit sich, darunter den leistungsstarken A16 Bionic Chip, der bereits im iPhone 14 Pro zu finden war, und die Einführung der Dynamic Island für interaktive Benachrichtigungen. Mit einem brillanten 6,1 Zoll Super Retina XDR Display und einem USB-C Anschluss ist es auch zukunftssicher. Die 48 MP Hauptkamera sorgt für gestochen scharfe Fotos, insbesondere bei Tageslicht, und die verbesserte Lowlight Leistung macht es vielseitig. Das Gehäuse besteht zu 75% aus recyceltem Aluminium, was Apples Umweltziele unterstützt. Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Der interne Speicher von 128 GB kann nicht erweitert werden, was für Power-User möglicherweise nicht ausreicht. Zudem fehlt die Unterstützung für Wi-Fi 6E, was im Vergleich zu anderen Premium-Smartphones auffällt. Außerdem könnte sich das Gerät bei intensiver Nutzung wie etwa Gaming leicht erwärmen. Insgesamt bietet das iPhone 15 eine beeindruckende Leistung und großartige Kamerafunktion. Es ist die günstigste Option der neuesten iPhone-Generation und erfüllt die meisten Anforderungen eines Premium-Smartphones. Weitere Informationen sowie den aktuellen Preis findest du über den in der Videobeschreibung angegebenen Link auf Amazon. Das Samsung Galaxy S24 Ultra bietet eine beeindruckende Ausstattung, die sich vor allem an Power-User richtet. Das riesige 6,8 Zoll Display mit QHD Plus Auflösung und 120 Hz sorgt für ein flüssiges Seherlebnis mit extrem hoher Helligkeit, ideal für alle Lichtverhältnisse. Der Snapdragon 8 Gen 3 oder Exynos 2400 in internationalen Modellen bietet dabei außergewöhnliche Leistung, insbesondere für Multitasking und Gaming. Der Speicher ist großzügig mit 512 GB bemessen, allerdings nicht erweiterbar. Die 200 MP Hauptkamera setzt neue Maßstäbe in der Fotografie, insbesondere bei detailreichen Aufnahmen. Dazu kommen ein 10-facher optischer Zoom und eine Ultra-Weitwinkelkamera, was das Gerät besonders vielseitig für alle Aufnahmesituationen macht. Der Akku mit 5000 mAh reicht für den ganzen Tag und kann mit 45 Watt schnell aufgeladen werden. Ein Nachteil ist das Fehlen eines Kopfhöreranschlusses und der Preis ist im oberen Segment angesiedelt. Dennoch ist das Galaxy S24 Ultra eine hervorragende Wahl für Nutzer, die maximale Leistung und Kameraqualität in einem Gerät suchen. Den Preis kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Das iPhone 15 Pro Max kommt mit einem 6,7 Zoll Super Retina XDR Display, das leuchtende Farben und eine beeindruckende Helligkeit liefert. Der neue A17 Pro Chip sorgt für eine extrem starke Leistung, insbesondere für grafisch intensive Anwendungen und Spiele. Mit 1000 GB internem Speicher bietet dieses Modell reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos. Die Kamera wurde mit einem neuen 5-fach optischen Zoom verbessert, was es ideal für Teleaufnahmen macht. Die 48 MP Hauptkamera liefert brillante Fotos und Videos, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Ein Kritikpunkt ist die Erwärmung des Geräts bei starker Beanspruchung, wie etwa beim Gaming. Auch der hohe Preis und der fehlende MicroSD-Slot könnten einige Nutzer abschrecken. Trotz dieser Nachteile bietet das iPhone ein Premium-Erlebnis mit branchenführender Leistung und ausgezeichneter Kameratechnik. Insgesamt ist das 15 Pro Max eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die maximale Leistung und Speicherplatz suchen. Den Preis dieses Modells kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!